So, ein Vorspann von einer Minute geht ja gar nicht. Herzlich willkommen beim nächsten Schlüssel zum. Kannst lesen, ja, ne? Es wird mal wieder Zeit, ne? So viele Jahre gibt es die Schlüssel vom Glück schon. Ich weiß gar nicht, wann ich den letzten gedreht habe. Ich glaube, es ist schon Jahre her. Aber heute kommt ein Wort und eine Sache, die. Ja, genauso wichtig wie die anderen Schlüssel zum Glück ist. Und zwar die Vorstellungskraft. Die Vorstellungskraft ist die Ursache dafür, für alles, was schief geht und für alles, was klappt. Denn du hast ja vielleicht von mir schon gehört, das, was du denkst, das ist auch richtig. Also wenn du denkst, ich schaffe das nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht schaffst, deutlich höher, als wenn du denkst, ich schaffe das. Und du, wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, du hast immer die Wahl zu entscheiden, ich schaffe das schon oder ich schaffe das nicht. Und die Reihenfolge, wenn du ein Ziel erreichen möchtest, ist immer, du wünschst dir das, du glaubst das. Das ist die Vorstellungskraft. Du stellst dir die Situation vor, wie es ist, wenn du dieses Cabrio hast, wenn du dieses Cabrio fährst. Und dann fühlst du das. Du gehst da richtig rein. Und dann stellst du auf Empfang. Dann lässt du es los und stellst auf Empfang. So, die Vorstellungskraft. Ich bin ja Scheidungsanwältin auch. Ich bin auch Entscheidungsmentorin und ich arbeite mit allen möglichen tollen Coaching-Tools. Ich habe immer wieder rote Zähne. Und ich weiß, und das habe ich wiederum beim Professor Hüther gelernt, und als ich es gehört habe, habe ich gedacht, ja klar, wenn Ehen scheitern, dann liegt das daran, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Dass wir unterschiedliche Vorstellungen hatten, die sich dann in Erwartungen verwandelt haben und die sich dann eben nicht realisiert haben, entweder weil wir nichts dafür getan haben oder im Außen oder wie auch immer. Das ist ja auch egal. Aber wenn die Vorstellungen nicht matchen oder wir es nicht hinkriegen, die Vorstellungen des anderen irgendwo anders hin zu erheben, von oh Gott zu, naja, Toleranz mit 2L, dann prallen die Vorstellungen so aufeinander, dass nur eine Trennung hilft. Und ich möchte aber heute über die Vorstellungskraft sprechen, die dir das Leben so gestalten kann, Schritt für Schritt und Tag für Tag, mit vielen guten Minuten, wie du es haben möchtest. Ich habe früher gedacht, um Ziele zu erreichen, muss ich fleißig sein. Fleiß schadet sicher nicht. Aber wenn ich zum Beispiel nicht überzeugt bin, dass ich ein Ziel erreiche und es mir nicht vorstelle, en Detail, dann dauert es wahrscheinlich sehr viel länger, bis ich das Ziel erreiche. Es ist egal, jetzt ist schon wieder keine Glühbirne hier, ob die Glühbirne erfunden wurde oder die Rakete oder egal was erfunden wurde, es war immer zuerst im Kopf. Das heißt, deine Fantasie, schau dir das bei den Kindern gerne ab, deine Fantasie trägt dich dahin, wo du hin möchtest. Wenn du jetzt die Baustelle hast, dass deine Beziehung zu Ende ist und du nicht weißt, wie es weitergehen soll, egal ob es Wohnung ist, Kinder ist, Geld ist, egal, dann hilft für eine optimale Lösung nur, dass du dir vorstellst, wie es sein wird. En Detail.
Wie wird die neue Wohnung sein? Wie wirst du das machen mit den Kindern allein? Wer wird dir helfen? Woraus wirst du deine Einnahmen bestreiten? Die Vorstellungskraft ist das mächtigste Instrument, was du in deinem Kopf hast, um die Ängste, die wiederum aus dem Unterbewusstsein kommen, in den Griff zu bekommen. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Satz im Zusammenhang mit der Vorstellungskraft. Das, womit du dich beschäftigst, wird mehr. Das heißt, Menschen, die klagen, erreichen ihre Ziele nicht. Ich meine jetzt nicht die juristischen Klagen, sondern ich meine das Gejammer. Menschen, die sich damit beschäftigen, was kann ich tun? Wen kenne ich, wer mich unterstützen kann? Wer hat das schon geschafft? Was hat der gemacht? Wer sich mit solchen Gedankengängen beschäftigt und sich vorstellt und fühlt, dass er sein Problem schon gelöst hat, der wird es schaffen. Und das sind auch die Leute, die hier bei mir landen inzwischen. Früher sind über das Gesetz der Anziehung, vielleicht guckst du mal in meine Playlist Lieblingsgesetze von Paragraphen Sylvia. Also ich ziehe ja das an, was ich ausstrahle. Das geht gar nicht anders. Das ist wie so bei Magneten. Ne? Früher waren bei mir tatsächlich Menschen, die gekämpft haben und die beim anderen die Schuld gesucht haben und solche Sachen. Und heute kommen so Macher und Macherinnen, die fühlen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass sie vor Wände laufen, dass sie nicht sie selbst sind, aber dass sie es könnten, wenn sie wüssten wie, wenn sie die Gesetze, nach denen sie selbst funktionieren, wenn sie die kennen würden. Und dazu ist ein wichtig, wichtig, wichtig Schlüssel zum Glück die Vorstellungskraft, die Fantasie. Und ich verlinke dir hier noch ein Video. Ich habe ja auch diese Vision Board Workshops hier eine Zeit lang gemacht. Und auch die Menschen, die daran teilgenommen haben, haben wunderbare Erfolge erzielt. Denn noch ein kleines Nugget, hier oben kannst du dir alles vorstellen und auch die Abläufe. Aber das Unterbewusstsein, mit dem sprichst du nur mit Bildern. Das heißt, wenn du dir so ein Vision Board machst und dabei unterstützend Bilder aufklebst und immer wieder anschaust, zum Beispiel an der Stelle in der Wohnung, wo du fünfmal am Tag vorbeigehst oder meins hängt auf dem Klo, dann wandert das in das Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen Vorstellungen, die real sind und Vorstellungen, die Fantasie sind. Ich verlinke dir hier noch ein Video, was die Menschen, die die Vision Board Workshops, Workshop hießen die ja, Workshops hier bei mir gemacht haben, vorher oder nachher bekommen haben, wie Manifestationen gehen, also die Schritte, die ich dir jetzt eben auch gesagt habe. Du darfst dir das wünschen, dieses Ziel, wo du hin möchtest. Wichtig ist in meinen Augen, dass du das en Detail auch aufschreibst, weil diese Verbindung des retikuläre Aktivierungssystem, das ist auch noch so ein Video, was ich dir verlinken kann. Das aktiviert dann. Also, du machst dir die Vorstellung, du wünschst dir was, du schreibst das auf, du fühlst das so und gehst auf Empfang und ein Schritt fehlt dir jetzt irgendwie. Aber du weißt, welcher das war, weil du hast ja das Video am Anfang gehört und du hast auch das Manifestationsvideo schon gesehen, okay? Ich wünsche dir mit diesem Tool, dass du dir Vorstellungen machen kannst, die du auch realisierst. Wenn du hier mit mir arbeitest, dann stellen wir mit dem Navigationsgerät erst einmal fest, wo du jetzt stehst. Dann gehen wir auf deiner Lebensreise zurück, um festzustellen, wo sind deine Eigenschaften, Fähigkeiten, woher kommen deine Stärken. Dann arbeiten wir vielleicht an deinem Selbstbild.
Dann basteln wir das Ziel, wo du hin möchtest. Und dann verrate ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sind das so die Schritte, wie ich hier arbeite. Dazwischen wird immer das Juristische eingeflochten, dass wir das mitnehmen und nicht auf der Strecke lassen. Das Juristische allein nützt dir aber nicht, wenn nachher alles zu Ende ist und du geschieden bist. Wie geht's dann weiter? Da sind früher die Mandanten in tiefe Löcher gefallen, wenn sie dann auf einmal auf sich gestellt waren. Das war so ein bisschen die Situation wie bei mir, als ich dann aus der Klinik kam und nicht wirklich gut vorbereitet war auf das, was mich dann zu Hause erwartete. Wenn du so ein paar Wochen deine Muskeln nicht benutzt, dann wirst du vor Herausforderungen gestellt, die konntest du dir vorher gar nicht vorstellen. Und genauso ist das auch, wenn du dann plötzlich geschieden bist und alleine bist, dann tauchen Situationen auf, die hast du dir Gott sei Dank nicht vorgestellt. Wenn du aber darauf vorbereitet bist und so in deiner Stärke bist und in einer hohen Energie bist, dann ist es, vielleicht kennst du so Menschen, dann ist es egal, was passiert. Du stellst dir immer einen guten Ausgang dessen, was dir da als Herausforderung gerade serviert wird, vor, fühlst dich da rein, wie sich das anfühlt, wenn das Ziel erreicht ist, und dann marschierst du los. Du tust, was du kannst. Und bist aber nicht fixiert auf irgendwelche Lösungen, die du im Kopf hast, weil die Lösungen, die das Universum hat, wenn du zurückgehst auf deinem Lebensstrahl, wirst du das sehen. Die Lösungen, die das Universum für deine Probleme hat, Zucker sind die. Da kämst du mit deinem 5% kleinen Hirni überhaupt nicht drauf. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Wenn du hier was gelernt hast oder bei den verlinkten Videos, schreib es gerne im Kommentar und guck gerne auch die anderen Schlüssel zum Glück. War ein bisschen lang jetzt, aber musste raus. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Mach's gut.